Urs Kurmann, euer Familienunternehmen ist bekannt für Innovationen in der Landtechnik. Wie ist das dazu gekommen? Ich glaube, das hat wirklich Tradition in unserer Familie. Mein Grossvater hat schon erste Produkte entwickelt. Das war in den Nachkriegsjahren ein Ausklinker, wo man zwischen Ross und Pflug getan hat, dass der Pflug nicht verstreckt hat, wenn ein Stein kam. Es ist dann weitergegangen, 70er, 80er, 90er Jahre, mein Vater Dotti. Sehr viele Produkte entwickelt, Busatis, Frontmeiwerk, Drehbachs, die bekannteren Produkte, die meisten können, die Aufbereiter, Doppelbandwachs. Und jetzt in meiner Generation, wo wir das Ganze eigentlich einfach noch weiter ausgebaut haben, noch verbreitert haben. Ich glaube, wie gesagt, das ist bei uns im Blut. Welchen Stellenwert hat der Eigenbau in eurem Unternehmen heute? Sehr grossen. Es ist nicht messbar in Prozent, sondern in der Kombination in unserem Betrieb. Wir sind ein Landmaschinenfachbetrieb und der ganze Eigenbau bringt uns wahnsinnig viel technisches Know-how ein und tut uns auch immer dazu drängen, innovativ zu bleiben. Wie entstehen neue Produkte? Sind das Anfragen oder Aufträge von Kunden oder sind das eigene Marktbeobachtungen, was in Zukunft wird gefragt sein? Gute Frage. Man könnte sagen Intuition. Nein, es ist sicher nicht alles nur Intuition. Ich glaube, es sind drei Sachen. Das eine ist wirklich der Fall, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, schau, ich habe das Problem, das hätte ich gerne, wäre das nicht die Idee. Der zweite Fall ist, wenn wir den Markt beobachten. Das braucht halt viel halt auch Branchenkenntnis, dass man denkt, hier passiert etwas oder dort verändert sich etwas. Und man halt die entstehenden Bedürfnisse eigentlich entkönnt. Und der dritte Fall ist sicher auch, wenn man halt bestehende Systeme, Abläufe, Geräte eigentlich hinterfragen und auch hinsichtlich Arbeitsablauf, Wirtschaftlichkeit halt Richtung Optimierung. Ich glaube, das sind die drei Hauptrichtungen, die etwas entsteht bei uns. Wo werden eure Produkte eingesetzt? Wo kennt man euch? In der ganzen Schweiz, auch im Ausland? Also unsere Produkte könnte man grundsätzlich auch auf dieser Seite der Welt. Es ist ja tatsächlich so, dass auch Fahrwerke, sogar das Neuseeland laufen achterab Fahrwerke. Aber wenn wir ehrlich sind, das sind Einzelstücke. Also unser Hauptmarkt ist ganz klar Schweiz und umliegende Nachbarländer. Hauptsächlich deutschsprachige Raum zunehmend eigentlich auch Französisch sprechen. Ihr habt auch einen Nachbezug zu den Praktikern, zu den Anwendern von diesen Maschinen. Das findet bei uns sehr stark statt. Wir haben so spezielle Produkte, dass wir eigentlich viel, auch selbst im Ausland, eigentlich den direkten Kundenbezug haben. Weil wir dann doch sehr hochwertige Produkte bauen, die auch etwas kosten. Und dort ist es einfach auch wichtig, dass wir eigentlich dem Kunden auch den Nutzen und die Möglichkeiten und die genauen technischen Details auch super vermitteln kann. Was für neue Produkte darf man kann man von euch erwarten? Was habt ihr in der Pipeline? Gute Frage. Natürlich sehr interessant. Das möchte ich dir jetzt hier nicht erzählen. Hoffentlich findet Agrama statt. Es gibt ein paar ganz interessante Sachen zu sehen von uns.